Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich mal wieder für euch in Mists of Pandaria Remix unterwegs und zwar wollte ich euch wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Im heutigen Video wollen wir uns gleich drei Topics annehmen und zwar erstmal so einen kleinen Gearing-Guide, wie rüste ich meinen Charakter aus, wie funktioniert das? Ein paar Slots sind ja von Achievements abhängig, was muss ich dafür genau machen, um quasi jeden Slot auszurüsten? Punkt Nummer 2 sind dann die Fäden. Wie funktioniert das mit den Fäden? Was ist das? Ne? Wie grade ich hier den Umhang ab? Beziehungsweise kriegt ihr möglichst effizient mehr Stats drauf? Da will ich euch auch zeigen, was ihr da am besten macht, um das zu farmen. Und das letzte ist natürlich die Bronze. Was ist die Bronze? Was können wir damit anfangen? Und wie farmen wir die am besten? Genau, das so zum groben Überblick. Fangen wir mal mit dem Gear an. Beziehungsweise erstmal, was ist Panda Remix? Und zwar ist es ein Event, das vom 16. Mai bis einschließlich zum 20. August geht. Wir sind hier quasi zwar auf demselben Server wie eure normalen Chars, wenn ihr euch einen erstellt, aber in der extra Phase und hier läuft alles so ein bisschen anders. Ihr seht ja, das Gear hat hier auch einen Haufen Sockel drauf mit speziellen Effekten, da reden wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber und dementsprechend kann man mit dem Umhang auch seine Stats quasi endlos hochballern, wenn man dann nur genug Zeit in das Ganze rein investiert. Als allererstes soll gesagt sein zum Gieren, prinzipiell kriegt ihr als allererstes euren Umhang mit den ersten Quests, den werdet ihr sicher schon haben und diesen Umhang könnt ihr mit Fäden immer weiter upgraden und diese Fäden droppen bei allen möglichen Aktivitäten, dazu aber jetzt später ein bisschen mehr. Zusätzlich haben wir dann alle möglichen Gearslots, die einfach random von Quests Kisten droppen, von normalen Mobs, von Bossen, von Raid-Bossen, von Dungeon-Bossen, von Szenario-Bossen, also alles, was ihr so machen könnt, droppen eigentlich alle Slots bis auf den Hals, zwei Ringe und die Trinkets, die müsst ihr euch spielen. Während des Levelns würde ich euch empfehlen, dass ihr das Gear nicht hier reinpackt und upgradet, ne, hier können wir ja Gear upgraden, sondern dass ihr alle eure Bronze spart. Warum ist das so? Ihr bekommt Gear abhängig davon, welches Level ihr seid und dementsprechend umso höher ihr seid, umso höheres Gear droppt vom Level her. Erst mit Stufe 70 macht eigentlich das Ganze Sinn, abzugraden, denn sobald ihr auf Stufe 70 hittet, bekommt ihr immer das Grund-Item-Level 346 und zwar durch jegliche Quelle. Ob ihr jetzt einen Normal-Dungeon macht, eine Quest macht oder den Mythic-Raid, das ist vollkommen egal. Ihr bekommt immer nur Item-Level 346. Im Low-Level bekommt das halt abhängig von eurer Stufe und wenn ihr Stufen aufsteigt, kriegt ihr automatisch höheres Gear, deswegen macht es da keinen Sinn, das abzugraden. Es bringt minimal mehr Power und ihr habt eh ein Minimum-Level, um es abzugraden, also ein Minimum-Level eures Charakters. Dementsprechend spart euch lieber die Bronze im Low-Level und gradet das später ab. Wo bekommen wir jetzt dann diese Extra-Slots her? Und zwar kriegen wir die über Achievements. Also wie gesagt, wir haben die beiden Ringe, die beiden Trinkets und den Hals können wir über Folge holen. Und diese Folge finden wir einmal unter Remix Pandaria. Und dann scrolle ich jetzt mal ein bisschen runter. Ein paar Sachen habe ich schon abgeschlossen. Also das erste, was wir am leichtesten kriegen, ist eigentlich Zeitläufer. Dafür müssen wir nur auf Stufe 70 kriegen. Und dafür bekommen wir den Gegenstand Götze des Zeitläufers. Und das ist dieses Ding hier. Das ist einfach nur ein Schmuckstück. Das hat ein fixes Item-Level. Leider können wir das nicht upgraden. Das ist auf jeden Fall immer 342. Und ihr könnt hier Sockel reinmachen. Und umso höher ihr eure Sockel abgegradet habt, umso höher sind halt auch die Werte, die drauf sind. Es läuft im Endeffekt so, ihr habt ja verschiedene Stats, die ihr sockeln könnt. Ich bin jetzt gerade überlegen, also wir haben Versa-Sockel, also Vielseitigkeit. Dann haben wir Meisterschaftssockel, dann haben wir Crit-Sockel und wir haben Tempo-Sockel. Und dann, also das sind jetzt die Sekundär-Stats. Und dann haben wir noch Sockel, die haben einmal Tertiär-Stat drauf, wie zum Beispiel Lebensraub. Rüstung haben wir auch noch. Und was haben wir noch? Ich glaube, Movement Speed haben wir auch noch. Genau. Und die könnt ihr hier reinsockeln. Diese Sockel, ihr bekommt eigentlich immer nur die grünen. Und wenn ihr so einen grünen habt, könnt ihr drei benutzen und kriegt quasi einen blauen. Die haben halt dann mehr Stats. Und wenn ihr dann drei blaue habt, könnt ihr sie benutzen, dann kriegt ihr einen epischen. Und drei epische könnt ihr benutzen, dann kriegt ihr einen legendären. Und diese legendären Sockel haben den Vorteil, dass sie nicht nur den Stat drauf haben, wie zum Beispiel jetzt hier Meisterschaft, sondern die haben immer noch Ausdauer drauf. Ja? Dann geht das hoch. Und wichtig zu wissen ist, die Sockel bringen mehr Werte, umso höher die Qualität ist. Also blau bringt mehr als grün, grün epic bringt mehr als blau und legendär bringt mehr als episch, sollte klar sein. Die skalieren aber auch noch mit dem Item-Level. Die Ringe und Hälse, die kann man nicht upgraden,
Aber die Brust können wir zum Beispiel upgraden oder die Hose. Auf den anderen Items sind diese Special-Sockel drauf, da werden wir es gleich nochmal quasi drüber reden. Aber heißt, eure Stats, die ihr am höchsten kriegen wollt, die solltet ihr auf jeden Fall auf die Hose und in die Brust reinsockeln, denn diese Items könnt ihr am höchsten upgraden. Ihr seht, die Meisterschaft, die ich jetzt hier drauf habe, ne? Ich habe jetzt hier quasi dreimal Meisterschaft drauf und die Mastery ist nur über die Sockel drin. Das sind 6000, ne? Weil das habe ich jetzt auf 416 abgegradet. Ich habe hier auch, wo haben wir es? Hier habe ich auch dreimal Meisterschaft drin und das bringt nur 1745. Bedeutet, wenn das Item höheres Item-Level hat, bringt es halt wesentlich mehr Stats. Also das ist ja schon, ja, das ist mehr als das Dreifache, ne? Was ich da kriege durch die paar Item-Level, die ich quasi mehr abgegradet habe. Aber das nur am Rande. Genau, wir wollten jetzt gerade drüber reden, ich schweife schon wieder ab, wo wir die einzelnen Slots herkriegen. Also das erste, die Götze, die kriegen wir quasi, wenn ihr auf Stufe 70 kommt, bekommt ihr die automatisch. Falls ihr die weggehauen habt, es gibt hier einen Händler, ich glaube sie hier, da könnt ihr euch das wieder kaufen. Diese Händlerin befindet sich bei allen Basaren, das sind immer dieselben Händler, und zwar sind in jeder Zone, gibt es hier so einen Basar, ne? Welchen ihr anfliegt, bleibt sich eigentlich gleich. Genau, also das ist das erste Item, Stufe 70. Das zweite Item, wo haben wir es hier? Genau, Gegenstand Leuchtfeuer des Zeitläufers. Und das ist das zweite Trinket. Funktioniert genauso, hat auch wieder drei Stockel-Slots und ihr könnt heute euch aussuchen, was für Stats ihr reinhauen wollt. Dafür müssen wir drei der folgenden Erfolge mit einem Zeitläufer abschließen. Zeitläufer sind halt immer die Charaktere im MOP-Remix. Und dafür müssen wir Pandarien Scenarios laufen und zwar im Normal-Modus, wie das aussieht. Genau, Schlacht auf hoher See und dann Heroisch-Schlacht auf hoher See. Also wir müssen das im Normal-Modus machen. Ihr könnt aber auch gleich HC machen, dann kriegt ihr beide Achievement. Wird ein Hard nur interessant. Und wenn ihr drei Stück davon abschließt, kriegt ihr das Achievement. Die Szenarien könnt ihr hier anmelden unter Szenario und dann könnt ihr hier quasi zufällig normal oder zufällig HC oder wenn ihr die halt spezifisch für Achievement haben wollt, auch spezifisch anmelden. Genau, dann haben wir jetzt den zweiten Slot. Dann den dritten, den Ring. Ne, kriegen wir über heroische Szenarien, deswegen ich meine, ihr könnt auch gleich HC laufen. Da müssen wir alle HC-Szenarien abschließen und dann gibt es quasi den Ring hier. Und so wie ich das sehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, irgendwie hat es das nicht gewertet, wird als abgeschlossen angezeigt, aber komisch, also das Achievement-System spackt rum, genau. Also das ist das dritte und dann haben wir hier das vierte Item, Siegel des Zeitläufers, das ist der zweite Ring. Und den bekommt ihr, wenn ihr alle HC-Dungeons lauft. Und ja, das ist halt auch wieder hier im Tool Dungeons. Zufällig heroisch. Oder ihr meldet halt spezifische an. Ne? Dann könnt ihr die euch noch fehlen quasi anmelden. Gut, das sind eigentlich relativ leicht erwirtschaftbare Sachen. Und das letzte, was wir haben, ist der Hals. Und da wird es jetzt ein bisschen schwieriger, aber jetzt auch nicht krass schwierig. Und zwar müssen wir dafür die Raids durch. Jetzt muss ich bloß kurz schauen, ob ich es finde. Wo habe ich es denn gemacht? Hier, genau. Gegenstand Amulett des Zeitläufers und dafür müssen wir die ganzen Pandaria Raids im Normal-Modus drin einmal durch. Und zwar müsst ihr halt Mogushan-Gewölbe, Herz der Angst, Terrasse des ewigen Frühlings, Thron des Donners und die Schlacht um Ugnama, die müsst ihr alle einmal durchlaufen. Im Normal-Modus ist eigentlich relativ einfach gemacht und ja, dann kriegt ihr auch den Hals. Und dann meldet euch am besten halt hier bei Gruppen an, ne? Wenn dann ihr sucht euch eine Gruppe oder ihr erstellt euch halt selber eine. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr zumindest schon mal alle Slots. Und wie gesagt, die Off-Slots, die könnt ihr leider nicht upgraden. Also die können wir nicht reinpacken. Die Main-Slots können wir upgraden. Jetzt ist es beim Upgraden der Main-Slots so, dass wir eine Ressource brauchen, und zwar Bronze. Ne? Die ist interessant. Die kriegen wir über alle möglichen Aktivitäten. Werde ich gleich nochmal was zu sagen. Und die zweite Ressource, die wir haben, sind dann auch die Fäden. Und diese Fäden, die brauchen wir quasi, um unseren Umhang abzugraden. Um jetzt die Charakterstärke hochzutreiben, gibt es im Endeffekt nur die Möglichkeit, das Gear abzugraden, hier über Bronze, oder endlos Fäden zu farmen und hier die Stats zu erhöhen. Ne? Das sind so die zwei Wege. Wenn ihr das Gear hier upgraden wollt, ist es so, dass ihr nicht hergehen könnt und ein Item auf Max upgraden könnt, sondern ihr könnt es immer nur im Set upgraden. Heißt, ihr müsst jeden Gegenstand, müsste ich jetzt auf 416 upgraden, das steht hier auch drin, ne?
dass ich dementsprechend dann den nächsten wieder die nächste Stufe upgraden kann. Ne? Also ich muss immer reihum alles einmal upgraden, dann kann ich es wieder reihum alles einmal upgraden. Ja? Was ich empfehlen kann, was ihr als erstes upgraden solltet, ist immer die Brust und die Hose, denn die bringen euch am meisten Stats. Ne? Ihr seht ja, hier sind immer kaum Stats drauf, das sind nur die Grundstats, die wir quasi auf dem Item drauf haben. Und auf denen, wo wir diese Sockel haben, da sind natürlich viel, viel mehr Stats drin, weil wir die halt dementsprechend gesockelt haben. Übrigens zu der Item-Qualität, was ich noch sagen wollte. Grüne Items, wie ihr seht, haben immer nur zum Beispiel hier jetzt Rüstung drauf und ein Sekundär- oder Tertiär-Stat. Ne? Blaue Items dagegen haben dann nochmal ein Zusatz-Stat drauf, zum Beispiel hier, das hat Rüstung drauf, ein Tertiär-Stat wie Lebensraub und dann noch ein bisschen Sekundär-Stats. Ja, dementsprechend sind blaue Items auf jeden Fall zu bevorzugen gegenüber grünen. Und epische Items, die bekommt ihr relativ selten. Das sind so ein bisschen World Random Drops. Und die haben dann nochmal zusätzliche Werte. Ne? Seht ihr, da ist auch jetzt wieder... Warte mal, wenn ich jetzt die Sockel rausmache, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Klicken wir die mal alle raus. Seht ihr, wenn ich da jetzt alles rausklicke, das Item hat jetzt quasi Rüstung drauf. Warte mal, muss ich jetzt nochmal gucken. So, das hat jetzt quasi Rüstung drauf, Beweglichkeit, Ausdauer, dann Vielseitigkeit und Lebensraub. Ja? Wenn wir jetzt eine Brust zum Vergleich nehmen, jetzt die grüne hier, die hat auch Ausdauer drauf, ne? Weil die Brust halt immer mit Mainstat hat, aber die hat jetzt nicht zwei Sekundärstats mit drauf und das hat die halt. Neben dem Mainstat, was noch Beweglichkeit drauf ist. Also auf einer blauen Brust wäre jetzt hier zum Beispiel Vermeidung, Ausdauer und Beweglichkeit drauf. Also die Beweglichkeit extra. Und auf einer epischen ist dann neben der Beweglichkeit noch ein zweiter Sekundärstat, zum Beispiel jetzt hier die Vielseitigkeit. Genau. Also deswegen, wenn ihr ein episches Item habt, selbst im Low-Level, das solltet ihr aufheben. Das wird sich lohnen, quasi hier auch abzugraden. Alles andere nicht. Wenn ihr ein Item habt, was zum Beispiel schon mal Item-Level hier 346 habt und ihr findet im Low-Level ein Item, dann müsst ihr nicht die kompletten Kosten zahlen zum Upgraden, sondern ihr zahlt dann, wenn ihr ein höheres Item habt, nur 95% weniger, also ihr zahlt nur noch 5% von dem Wert. Heißt, selbst wenn ihr im Low-Level quasi ein Item episch bekommt, dann könnt ihr es upgraden. Ein blaues braucht ihr nicht aufheben, ihr bekommt später so viele blaue Items, wenn ihr die Dungeon und Raids lauft, da werdet ihr überschwemmt von. Aber epische, die sind wirklich selten, die solltet ihr aufheben. Genau, das war jetzt soweit das Vorgeplänkel. Dann würde ich sagen, schauen wir uns so ein bisschen noch die Geschichte an mit den Fäden bzw. der Bronze. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr die Fäden farmen wollt. Blizzard hat jetzt die letzten Tage hier ständig wieder was hin und her gepatcht, dass ihr schaut, dass ihr große ewige Fadenspulen kriegt. Und zwar... beziehungsweise auch die epische Version davon. Und zwar gibt es nämlich dafür relativ viele Werte. Und zwar kann ich euch da mal so ein bisschen aufzählen, was ihr am besten täglich machen solltet, wenn ihr da das maximal rausholen wollt. Es ist nämlich so, dass es mittlerweile für die Daily Quests hier in den Basaren diese epischen Spulen gibt. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Zwei Schlachtzugsbosse umhauen. Es ist egal, ob LFR, Normal, HC oder Mythic. Dann gibt es eine Quest, da müssen wir ein Szenario abschließen, egal ob HC oder Normal. Und es gibt eine Quest, da müsst ihr drei Dungeon-Boss töten. Also ihr lauft einen Dungeon durch, dann habt ihr auf jeden Fall drei Dungeon-Bossen, egal ob Normal oder HC. Und dafür gibt es diese Spule. Und diese Spulen bringen extrem viele Werte. Und zwar die Legendären, soll ich jetzt ein bisschen Schluck auf, bringen 180 Fäden und ein Faden ist quasi immer so ein Stat-Wert. Ne? Auf Stufe 70 kriegt ihr, wenn ihr normalen Faden lootet, so einen epischen, kriegt ihr 12 Stats und oder halt 12 Faden aus einem Item raus. Diese Legendären bringen 180. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie viele Stats ihr kriegt. Von manchen kriegt ihr für quasi einen Faden 1-2 Stats, für manche sogar mehr. Ne? Ich glaube, Ausdauer ist immer ein bisschen mehr. Meisterschaft auch. Versa ist wieder ein bisschen weniger. Also das ist halt abhängig von dem Stat. Wir können jetzt hier mal ein paar einsetzen. Wenn ich den jetzt einsetze,
kriege zum Beispiel dauerhaft 180 Vielseitigkeit. Also Vielseitigkeit ist 1:1, so wie ich sehe. Dann haben wir jetzt Beweglichkeit ist auch 1:1, auch 180. Ich meine, Mastery ist mehr. Okay, dann nochmal Beweglichkeit. Nochmal, komm, jetzt gib mir mal Mastery, dass ich es ein bisschen zeigen kann. Zum Beispiel Ausdauer ist das Doppelte, da kriege ich 360, ne? Halt mit einem so ein Ding und das ist wirklich schnell gemacht. Und da haben wir Tempo ist auch nochmal 180, genau. Also die gibt es für diese drei Quests. Wo kriegt ihr die Dinger noch her? Und zwar für die Worldbosse. Ihr könnt hier Galleon täglich töten, dann kriegt ihr jedes Mal so ein Legendär-Ding. Dann könnt ihr täglich töten die Erhabenen, halt nur einen davon, ne? Also wenn ihr die anderen auch tötet, das bringt nur einer von denen was. Orders haben wir drei Worldbosse. Also die sind hier, ich mache es jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Also das hier unten ist die zeitlose Insel. Und hier in der Mitte ist quasi der Worldboss. Orders ist hier oben. Da müsst ihr, wenn dann den alten Legendary-Umhang aus MOP haben oder ihr habt das Achievement mit den 4200 Fäden, dann könnt ihr da mit diesem Toy, was ihr da kriegt, auch rüber. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Toy-Guide erklärt. Dann haben wir den Schar des Zorns. Der ist hier oben im Konleigipfel. Dann haben wir hier oben auf der Insel des Riesen haben wir Ondasta. Und dann haben wir, wenn wir in der Tonglong-Steppe hier so eine Quest machen, dass wir auf die Insel des Donners fliegen, könnt ihr hier oben Nalak umhauen. Quasi, das sind die Worldbosse. Also ihr habt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worldbosse, die ihr täglich umhauen könnt, wo ihr schon mal 6 von den Dingern kriegt. Dann nochmal 3 hier. Dann habt ihr 9 Stück insgesamt. Und dann, was ihr dann noch zusätzlich machen könnt, ist, ihr könnt in den LFR gehen und seht ihr, ihr kriegt beim LFR quasi immer so eine epische Spule. Ja? Diese epische Spule sind auch immerhin, ich meine, es waren 100, ne? Jetzt machen wir das mal kurz. Hier haben wir eine epische. Seht ihr, 100 Beweglichkeit. Und ihr könnt dann täglich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 mal 100 Werte hier kriegen. Zusätzlich gibt es noch die Erfahrung, aber die braucht ihr mit Max-Level-Char nicht, da habe ich schon ein anderes Video gemacht. Und ihr bekommt einen geringen Bronzevorrat und das sind immer 500. Ne? Also 500 pro abgeschlossene LFR. Die Bosse droppen im LFR auch nochmal so 50 bis 100 plus dann noch ein bisschen Trash. Also es kann sich schon lohnen, das auch für Bronze zu machen, aber hauptsächlich natürlich für die Fäden. Also das sind auf jeden Fall die Sachen, die ihr angehen solltet. Dann gibt es noch zusätzlich täglich die Möglichkeit, so einen epischen Faden zu kriegen oder halt diese epische Spule, indem ihr ein normales Dungeon macht und ein heroisches, da gibt es auch jeweils noch eine. Fürs Heroische gibt es dann halt wieder diese 500 Bronze, ne? Also das ist auch für Bronze technisch relativ relevant. Ich glaube, hier in dem Kleinen sind nur 250 drin. Genau, also ihr könnt einmal täglich, solltet ihr machen, einen Normal Dungeon und einen HC Dungeon, dann könnt ihr auch gleich die Quest abgeben. Selbiges nochmal mit Szenarios, auch wieder einmal täglich quasi Normal und HC-Szenario, könnt ihr die zweite Quest abgeben mit den LFRs, wenn ihr die durchmacht, habt ihr die LFR-Bosse auch, könnt ihr die Quest wieder abgeben. Also ihr seht schon, da kommt einiges zusammen. Das jetzt zum Ersten. Dann könnt ihr auch noch die Raids im Normal machen und zwar bringen im Normal kriegt ihr vor allem relativ viel Bronze. Für jeden Normal-Boss, den ihr umhaut, kriegt ihr auch wieder so einen geringen Bronzevorrat, der 500 bringt. Und da könnt ihr euch hochrechnen. Ich bin jetzt gerade überlegen, ich glaube im ersten Tier, wir klicken jetzt mal kurz durch, Mist of Pandaria, Mogushan hat 6 Bosse, Herz der Angst hat auch 6 Bosse, sind wir bei 12, Terrasse des endlosen Frühlings sind 4 Bosse, da sind wir bei 16 im ersten Tier, Thron des Donners hat, glaube ich, 12 Bosse. Und hier haben wir im Schlacht um Ukrimmar sind es, glaube ich, sogar 14 Bosse. Also ihr habt auf jeden Fall sehr, sehr viele Bosse. Und ihr kriegt ja nicht nur immer die 500 für die einzelnen Bosse an sich, sondern ihr bekommt ja auch noch von dem Boss den Loot und den ganzen Trash. Und die ganzen Elite-Mobs bringen doch einiges Bronze. Also das Beste, was ihr eigentlich aktuell machen könnt, sowohl um Bronze als auch Fäden zu farmen, sind tatsächlich die ganzen Raids einmal zumindest normal durchzulaufen. Im HC kriegt ihr sogar noch mehr Bronze und auch noch mehr Fäden. Das ist aber von der Schwierigkeitsstufe natürlich ein bisschen schwerer und das schafft ihr jetzt vielleicht nicht mit dem Startgear. Also da solltet ihr vielleicht schon ein bisschen besser gegeert sein. Aber Normal ist sehr einfach, das schafft ihr auch mit Low-Gear. Vor allem, wenn ihr mit dem Wort spielt, aber da habe ich ja auch schon mal ein eigenes Video zu gemacht. Also das kann ich empfehlen. Um es nochmal zusammenzufassen, sowohl für Bronze als auch vor allem für die Fäden, alle 6 Worldbosse machen, alle 3 Dailies annehmen, alle LFRs einmal laufen, HC und Normal Dungeon einmal machen, HC und Normal Szenario machen,
dann könnt ihr alle Raids einmal im Normal durchlaufen, wenn ihr natürlich stärker seid im HC. Und das könnt ihr wirklich alles täglich machen. Also jegliche Raids, LFRs, die resetten alle täglich. So, und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, also wenn ihr das alles macht, seid ihr einige Stunden dran, könnt ihr theoretisch, ja, Schlacht um Okima, da könnt ihr sogar beides laufen. Mir wird gesagt, ihr könnt Normal laufen, HC und Mythic an einem Tag. Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Bei den anderen Dungeons ist es so, da könnt ihr quasi nur Normal oder HC machen. LFR ist quasi davon ausgeschlossen, ne? Was sich dann halt sonst noch empfiehlt, sind halt Open World Grinds. Bei diesen Open World Grinds hat Blizzard jetzt nach und nach alle möglichen weggefixt, ne? Also am Anfang war ja hier dieser Froschfarm hier unten aktiv. Den habe ich persönlich nicht mitgenommen, weil ich die erste Woche hier in dem MOP Panda Mix nicht gespielt habe. Da habe ich noch Time Walker im Retail fertig gefarmt. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen später eingestiegen im Ganzen, aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt schon ganz gut was aufgeholt. Genau, also das ist gefixt worden. Dann wurden verschiedene andere Sachen gefixt. Es wurde jetzt, glaube ich, hier oben der Goat Farm wurde gefixt. Es wurde der Farm hier im Herz der Angst, den Anfangstrash gefixt. Die haben hier oben im Tor der untergehenden Sonne gab es einen Farm, den haben sie gefixt. Also da haben sie sehr, sehr viel gemacht. Ich persönlich würde euch echt empfehlen, diese täglichen Aktivitäten zu machen, diesen Open-World-Farms. Da hat Blizzard eigentlich fast alle guten weggefixt. Wenn ihr jetzt wirklich doch noch einen machen wollt, ich habe letztens einen ausprobiert, das ist hier oben in dem Lager. Da habt ihr einen Hyperspawn, wenn ihr mehrere Leute seid, könnt ihr euch hier in dem Lager verteilen und dann Hype und die Mobs dann alle töten in dem Lager. Dann hyperspawnen die ganze Zeit, da kann man ganz gut farmen. Ich persönlich mache nur diese Daily-Sachen aktuell. Teilweise schaffe ich auch nicht alle an dem Tag, weil das dauert wirklich lang. Ich würde euch auch empfehlen, macht diese täglichen Sachen. Und ich, wenn ihr dann noch was machen wollt, dann könnt ihr nochmal irgendwo einen Hyperspawn mitnehmen. Aber das sollte eigentlich locker reichen, dass ihr sowohl genug Bronze kriegt, als auch genug von den Upgrades. Gestern habe ich mal alles durchgezogen und habe dann an einem Tag über 10.000 Fäden gefarmt und ich weiß nicht, wie viele Bronze ich hatte. Ich habe alleine in Schlacht um Okrima, als ich durchgelaufen bin, habe ich glaube ich 15.000, 16.000 Bronze gehabt und die anderen Raids und Dungeons, ich glaube das waren ja, 30.000, 40.000 habe ich bestimmt insgesamt gemacht, wenn das überhaupt reicht. Also da könnt ihr schon sehr, sehr viel machen, vor allem wie gesagt, das alles ist täglich abschließbar. Gut, achso, jetzt sollte ich vielleicht nochmal kurz ein Wort dazu sagen. Es gibt hier, natürlich könnt ihr die Bronze auch benutzen, um euch Kosmetik zu kaufen, ne? Da gibt es hier alle möglichen alle möglichen Toys, es gibt Mounts, es gibt Assembles und so. Ich würde euch empfehlen aber, erstmal auf Charakterstärke zu gehen, denn wenn ihr die höheren Raids laufen wollt, die sind teilweise echt knackiger, also im HC und Mythic, da braucht ihr dann ein bisschen mehr Leben. Ihr seht, ich bin jetzt bei bisschen über 2 Millionen Leben und wenn ich im Bären bin, ein bisschen über 3. Da braucht ihr tatsächlich diese Upgrades. Ja? Also solltet ihr am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen auf Charakterstärke gehen und hinten raus könnt ihr dann euch die ja, Collectibles kaufen. Im HC droppen tatsächlich auch mehr von den Bronze. So wie ich das gehört habe, droppen da pro Boss dann 750 und nicht mehr 500 wie im Normal. Also es ist dann tatsächlich schon lukrativer. Und im Mythic sollen dann nochmal ein bisschen mehr droppen. Ja? Also ich habe gehört, man kriegt ein Mythic SOO, kann man da mit 30.000 Bronze rausgehen pro Run. Also wenn man das da komplett cleart. Habe ich persönlich jetzt noch nicht gemacht, aber da geht einiges. Und wo ihr natürlich auch noch Bronze rausbekommt, wenn ihr das ganze Trash Gear, das könnt ihr ja hier in diese Fähigkeit reinpacken, ne? In diesen Verschrotter und das Ganze alles ein bisschen klein machen. Da kriegt ihr was raus. Und was ihr auch klein machen könnt, sind die Steine, ne? Und aus so einem Stein kriegt ihr quasi 10 aus einem grünen raus. Ihr braucht ja dann 3 Stück, um einen blauen zu machen. Also kriegt ihr 30 aus dem blauen. Dann, wenn ihr 3 blaue zu einem epischen macht, kriegt ihr 90 raus. Und dann waren es, glaube ich, was waren das? 300 irgendwas, was du dann aus dem legendären rausbekommst. Ja, oder warte, ich kann es mal kurz testen. Was war das dann? 270 waren das genau, okay. Also da kommt dann auch einiges zusammen, falls ihr die nicht mehr braucht. Wenn ihr die natürlich nur braucht, solltet ihr die behalten.
Genau. Und ja, vielleicht jetzt noch ein kleines Wort zu diesen Special-Steinen. Das ist natürlich bei jeder Klasse anders. Und ich habe bestimmt auch selbst für einen Guardian nicht die besten drin. Ich habe da mal ein bisschen rumexperimentiert. Ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, welche ich drin habe. Aber wie gesagt, das ist nach eigenem Spielstil. Jede Klasse braucht da bestimmt andere. Und ja, vielleicht bloß zur Orientierung, was ich drin habe. Also ich habe Schutz der Errettung drin, der ist relativ stark, wenn man das in Raids auf einen Spieler alle draufhaut und dann der Spieler extrem geheilt wird, dann explodiert das am Ende und one-shottet eigentlich die Bosse weg. Ja? Dazu habe ich ein extra Video gemacht, guckt da mal rein, wenn euch das interessiert. Das ist auch quasi dieses Wort, was die Leute im Tool oft suchen. Dann habe ich jetzt drin Hagelsturm, Erinnerungen an Rache, Eifer. Dann habe ich drin Töten, rasanter Schlag, Siegesfeuer, Ankh, dann explosives Schwerfeuer, Erblühen des Sonnenwanderers und dann habe ich jetzt hier das Blinzeln noch drin. Aber wie gesagt, das müssen jetzt nicht die besten überhaupt sein und bestimmt vielleicht auch nicht für eure Klasse. Ne? Da müsst ihr selber auch ein bisschen gucken. Auf WoW Head gibt es für jede Klasse so eine Übersicht mit verschiedenen Gems, die halt da vorgeschlagen werden. Und da muss jeder so ein bisschen gucken, mit was er denn am liebsten spielt. Genau, das war's so von meiner Seite aus. Das Video ist jetzt eh schon wieder länger geworden, als ich wollte. Ich hoffe, das sind jetzt so die Infos, die ihr brauchen könnt. Falls ihr noch offene Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.